Scarface und Gabriel vom. Gabriel. Gabriel. Alter, man hat Gabriel und Donuts im Team. Schlafen. Na gut, ich kann jetzt immer schlafen, wenn ich wach bin, bin ich wach. Ey. Na, vielleicht können wir auch einfach zocken, wenn es auch nice eigentlich. Mein Support sehr gut, Donuts. Ich freue mich richtig mit ihm zu spielen. Mit Scarface habe ich ja schon den Beşiktaş gespielt, den Türken, ne? Das ist auch richtig gut, wir machen das Ding. Hier mein Fidget Spinner. Das Wort. Du musst ihn noch erfangen. Das Trikot ist noch geiler. Aber der Hoodie ist auf jeden Fall übertrieben geil. Der ist übertrieben gemütlich, Alter. So ein guter Stoff, gut verarbeitet, relativ günstig. Was will man mehr? Weißt du, was ich meine? Ich weiß ganz genau, was ich meine. Wir haben Rakan wieder. Oh, der Knockup auf Xayah. Das ist der Seilentick, der hier wird gezogen. Das ist Geldschuld mit Mao Keimer. Geht sogar hinterher. Knockup sitzt. Oh, aber Rakan ist down. Sugar, die einfach zu tanky in der Frontline. Lama Bear muss auch noch dran glauben. Sandy mit einer guten Ult. Aber das wird nicht reichen. Ah, wohl. Man holt sich hier die Kills. Einen nach dem anderen. Die Gegner sind alle low. Orianna mit der Shockwave. Inition. Der wird hier auch nicht mehr rauskommen. Und die Carries. Die carryen hier wirklich. Die machen ihrem Namen alle Ehre. War das erste Spiel. Guter Teamfight an der Stelle, der es beendet hat. Holy moly. Ja, also wenn man hier einen loben kann, das ist auf jeden Fall Cedric. Also der Xayah-Pick, gerade mit Rakan zusammen wieder. Nee, nicht nur Cedric, also die ganze Comp war einfach so. Ja, nicht nur Cedric, man muss hier natürlich auch war die Ultimate so weit von Bones. Allerdings kann man hier keinen Profit draus ziehen. Oh, Scarface, der sprintet, der ist heiß, der will hinterher. Verlangsamt die Gegner nochmal durch seinen Kleber, wird dann aber selbst festgehalten. Wie schnell ist der denn bitte? Der rennt da hinterher. An. Jetzt der Kataklysmus und damit den Shockwave und jetzt von hinten Böller bei von nur die Jinx von einem rein, was er da die Best trifft. Und damit auch Kitty keine Chance mehr. Jetzt räumt Aronix auf und jetzt sieht's böse aus, ganz, ganz böse. Für die Monkeys kann er da noch rausklettern. Die Antwort wird wahrscheinlich nein sein. Mit dem Flash etwas Zeit zu Heidung, das doch für andere Champions hier aufzuheben. Lama, wer hat seinen Job gemacht? Oh, und jetzt geht's einfach ins Aufräumen hier. Ja, Eis. Oh, das war's. Das ist halt einfach genau so mit Kill aussehen. Triple Kill an der Stelle. Und jetzt Aronix dabei, dieses Spiel hier zu gewinnen, zu beenden. 2-0 in dieser Serie. Man versucht da noch zu retten, was zu retten ist, aber wirklich viel ist das nicht, wenn du einfach eine Jinx hast, die so durchrasiert mit 9-2, dann weißt du, das Ding ist gegessen. Also, das ist wirklich so. Mama! Ja, das ist drüber gehen lassen.
Handshakes. Ja, 100%. Das ist super, ne? Das ist schon sehr clever, aber ist schon voll, sag mal. In seinem blauen Anzug als PT. Sjursson versucht sie irgendwie noch die Gegner wegzuhalten von sich. 25 Sekunden noch auf der Uhr. Ja, die Spielzeit gegen ihn. Die Zeit spielt gegen ihn. Und wenn er jetzt das Timing hat, kann er vielleicht schnell irgendwie runter, aber auch aber da selbst dann fehlt die Zeit. Ja. Das ist doch. Und ja, da ist Viking es. Klingelt an. Beende das Ganze zum 16:7. Euronix darf jubeln. Ja, zumindest auf dieser Zeit. Oh, da gibt es sogar einen Bussi für Crispy. Ja, bei der Leistung. Auch das hat er sich verdient. Nicht nur ein Häkchen, sondern auch ein Bussi. Ein kleines Küsschen. Also, damit endet hier dieser Abend vom Match of the Season mit 1:1. Overpass geht an Euronix und Cobblestone geht an das Team von Alternate.